haben mich so unfassbar viele von euch gefragt, ob ich mal meinen Schminktisch zeigen kann. Und genau deswegen machen wir das heute. Ich gebe euch erstmal eine kleine Tour, wie das alles so aufgebaut ist, was ich so da drin habe, warum ich das da drin habe, wann ich es gekauft habe, wo ich es gekauft habe und für wie viel Geld. Und danach zeige ich euch noch meine absoluten Lieblingsprodukte aus meinem Schminktisch. Also würde ich sagen, rede ich gar nicht mehr länger und ich fange jetzt mal an, euch alles zu zeigen, was hier drin ist bzw. draufsteht. Also ich würde sagen, wir starten einfach mal mit der Ecke, die so the most obvious ist. Und zwar stehen hier drei verschiedene Areas so ungefähr. Und zwar beginnen wir einfach mal mit der linken. Und zwar ist das erste, was einem eigentlich direkt ins Auge steht, diese zwei Kartons bzw. diese zwei Aufbewahrungsboxen, sage ich immer so dazu. Und zwar sind halt die verschiedensten Make-up-Produkte ever drin. Also ich würde einfach mal so sagen, da ist so von A bis Z alles drin, was sich so in den letzten Jahren angesammelt hat. Ob das jetzt positiv oder negativ ist, dazu komme ich mal. Das sind auch so Sachen aus Videos, die ich mal gemacht habe. Zum Beispiel hier vorne sind so Sachen drin von so einem Viral Products aus Sephora-Testen, glaube ich. Das ist ein ganz, 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 ganz altes Video. Und dazwischen sind halt so Produkte, die ich einfach persönlich nicht so sehr feiere. Zum Beispiel habe ich mir den hier, glaube ich, mal zu Weihnachten gewünscht, aber irgendwie, ich wusste nicht, wie ich den benutzen sollte und habe den dann auch nie so richtig benutzt. Genauso wie auch diesen Fenty Contour Stick. Früher habe ich drauf geschwört, heute benutze ich den eigentlich noch kaum. Und da ist sogar noch voll viel drin, deswegen, ich finde das so ein bisschen schade irgendwie, dass ich den nicht so richtig benutzt habe, obwohl der eigentlich voll teuer war. Also der hat so um die 20 Euro gekostet. Geht, ist nicht so teuer, aber für Make-up-Produkte ist dann halt schon wieder teuer, wenn man so denkt, man braucht das halt irgendwann auf. Außerdem ein Augenbrauen-Ding, falls meins mal irgendwann leer geht und ich nicht so schnell Neues holen kann. Und noch so weitere Sachen aus alten Videos, wo ich zum Beispiel, ich glaube, Full Face mit DM-Produkten oder so geschminkt habe. Also ich hatte schon ganz komische Sachen bei so Make-up-Video-Ideen. Und ich sag euch ganz ehrlich, wie es ist, weil ich probiere jetzt meine Videos immer so uncut wie möglich zu halten. Diese ganzen Make-up-Videos gehen nie viral bei mir. Also die funktionieren einfach nicht. Ich weiß nicht warum. Ich glaube, es liegt daran, ich bin selber nicht so die belesenste Person in Make-up. Also ich kenne mich selber nicht so zu 100% damit aus. Aber es ist jetzt auch nicht so, dass ich mich schlecht schminken könnte, würde ich jetzt sagen. Am Ende, ihr guckt so dieses Video, ihr denkt euch so, oh mein Gott, die schminkt sich so schlecht. Aber das ist immer so der Grund, warum ich immer denke, dass diese ganzen Videos, wo ich meinen Schminktisch zeige oder wo ich so irgendwas anderes Make-up-mäßiges zeige, dass die nicht so gefeiert werden von euch. Und das Allerwichtigste, was da tatsächlich liegt in dieser Area, ist dieser Stein. Und zwar steht da Erfolg drauf. Ich glaube, da gibt es auch eine ganz lustige kleine Geschichte zu. Und zwar habe ich den bekommen, als ich eingeschult wurde, und zwar in die 5. Klasse eingeschult wurde. Da saßen wir nämlich alle so in der Kirche zusammen und dann ist auf einmal so ein paar ältere Schüler rumgekommen und die haben allen so Steine ausgeteilt, wo so kleine Sachen drauf standen. Also bei jedem stand was anderes drauf, bei einigen stand Glück drauf, bei einigen stand Freundschaft drauf, bei anderen stand Kreativität drauf und bei mir stand Erfolg drauf. Und für mich war das einfach sowas, da glaube ich halt so dran, wisst ihr? Also ich glaube irgendwie so voll an diesen Stein und der gibt mir immer so voll die Hoffnung, wenn ich so denke, es läuft gerade nicht so gut oder so. Und es ist vielleicht auch ein bisschen kitschig. Aber ich liebe den und deswegen liegt er hier immer noch. Das zweite ist eigentlich fast so das gleiche, außer dass da jetzt halt auch noch so Selfcare-Sachen drin sind, beziehungsweise einfach leere Verpackung. Das hier ist leer, das ist von dem Ding, was ich sonst immer benutze. Das hier ist ein ganz alter Primer, hier ist eine Maske. Das hier benutze ich immer total gerne, stecke ich da einfach so rein. Diese Mascara benutze ich manchmal gerne, habe ich leider Probleme, so ein bisschen die mit abzubekommen, aber ich habe gehört, dass das scheinbar die beliebteste aus dem Drogeriemarkt sein soll. Dann, ich bekomme auch immer mega viele Fragen, woher sind diese Blumen? Ich kann ja noch mal ein bisschen besser dran filmen. Ich muss hier die ganze Zeit mein Stativ so komisch halten. Aber woher sind diese Blumen? Diese Blumen sind von Amazon. Die habe ich bei Amazon bestellt. Und das hier unten, was hier übrigens steht, das, da können wir jetzt schon zu diesen besten Produkten kommen. Das ist das beste Fixing Spray, was es überhaupt gibt im DM. Ich glaube, das kostet 8 Euro oder so. Oh, es ist super. Es ist auch immer so schön. Es ist immer so schön kühl. Lasting Fix von Maybelline New York. Kann ich euch nur empfehlen. Next area ist diese kleine Area hier. Ich hoffe, es ist jetzt nicht so awkward, wie ich mich hier so reinbeuge. Darüber sprechen wir gleich noch, wenn ich meine Tasche packe, weil ich gehe gleich zu einem Geburtstag und deshalb konnte das Video jetzt auch nicht Freitagabend kommen, sondern erst Samstagmorgen. Stress, aber ist auch egal. Hier liegt auf jeden Fall noch meine Haarbürste. Das ist auch so irgendeine von Evelyn aus dem DM. Ihr seht schon, ich bin ein richtiges DM-Girl. Also es gibt ja Leute, die sind so Rossmann-Leute und Leute, die sind DM-Leute und ich bin einfach Team DM. Boah, es ist so ungemütlich. Ich muss mal die Kamera umstellen. Aber ich wollte das so richtig gut filmen, dass das hier auch so richtig perfekt da drauf ist. Ich hoffe, es ist jetzt immer noch richtig gut drauf. Anyways, hier sind ganz viele Haarprodukte von mir, weil ich habe irgendwann jetzt angefangen, meine Haarjourney zu starten. Hat nicht so gut funktioniert. Hier ist auf jeden Fall Haarspray. Das benutze ich, wenn ich meine Haare gestylt habe. Wir gehen voll in der falschen Reihenfolge vor. Stopp. Wir fangen... Oh, wir fangen... so chaotisch, dieses Video. Wir fangen von vorne an.
dieses Ding. Mache ich rein, nachdem ich mir die Haare gewaschen habe. Ich bin momentan so auf meinem Trip, dass ich mir alle 3 Tage die Haare wasche. Ich glaube, es ist ganz gut. Früher habe ich mir tatsächlich jeden Tag die Haare gewaschen. Und dann habe ich so gedacht, ich muss sie einfach ausfetten lassen. Habe ich mir die nämlich gefärbt und danach habe ich gesagt, ich lasse sie jetzt ausfetten einmal. Und das hat auch funktioniert. Und seitdem muss ich mir nur alle 3 Tage die Haare waschen. Anyways, dieses Ding ist richtig, richtig gut, wenn ihr eure Haare frisch gewaschen habt und wenn ihr die so kämmen wollt, aber das nicht ganz gut geht, weil damit habe ich immer früher gestruggelt, richtige Probleme und war einfach der Horror. Danach, wenn ihr anfangen wollt, die zu stylen, natürlich Hitzeschutz braucht ihr. Ich finde den auch super von L'Oreal, nett, riecht so ein bisschen nach Oma, aber ist ganz schön. Danach, wenn ihr euch sagt, ich bin immer noch nicht voluminös genug, kann ich euch das hier mega, mega, mega gut empfehlen. Dry Volume Spray von Ida. Ich weiß nicht, wie man die Marke richtig ausspricht. Ich glaube, es ist eine schwedische Marke. Ich muss euch auch bald so eine crazy Story erzählen zu Schweden. Ich habe mir einfach einen Friseurtermin in Schweden gebucht. Ich fahre jetzt also im April nach Schweden, um zum Friseur zu gehen. Ich bin so verrückt. Das ist wirklich eine Geschichte für einen anderen Tag. Und zu guter Letzt, womit ich eigentlich erst angefangen hatte, ist hier dieses Haarspray. Das mache ich dann ganz am Ende drauf, das fixiert das Ganze dann. Was hier noch steht, sind 2 Produkte von Glossier. Habe ich beide in den USA gekauft. Liebe ich beide. Kann ich ja gleich noch was zu sagen. Eine Schmuckecke, das ist übrigens alles von Sustrene Grene, was ihr seht, außer der Schmuck, der ist von Brandy Mabel. Ich liebe diese Schälchen, ich finde die richtig, richtig toll. Und die sind auch gar nicht so teuer. Diese Haarclip kann man einfach perfekt für zu Hause benutzen. Also ich finde den auch richtig schön ästhetisch, aber ich wüsste jetzt nicht, wie ich den sonst anders einbauen sollte. Das riecht mega gut. Das traue ich mich nicht anzumachen, weil ich denke, das geht dann kaputt. Aber ich probiere das immer so ein bisschen nach der Jahreszeit zu dekorieren. Also wenn ihr die Videos aus dem Winter gucken würdet, dann würdet ihr sehen, Mats hat da noch ganz andere Sachen stehen gehabt. Diese Ecke ist so eine kleine Selfcare-Ecke. Ich weiß nicht warum. Ich zähle sie einfach immer mit zu meinem Schminktisch. Das kann man anmachen. Das ist über eine Batterie. Das ist auch von Sustrene Grene. Das ist beides von Amazon. Das sind übrigens Kunstblumen. Das fragen mich voll oft Leute. Und die sind immer voll schockiert, wenn die dann echt sind. Aber ich weiß nicht, ob das jetzt für euch auch so krass ist oder nicht. Das habe ich da einfach so hingelegt. Das hat jetzt keine tiefere Bedeutung. Ist hier unten noch so eine Schatulle. Aber ich glaube, da habe ich schon mal ein anderes Video drüber gemacht. Also falls ihr das sehen wollt, checkt gerne mal meinen Vlog von vor 2 Wochen aus. Also den ersten Weekly-Vlog, den ich gemacht habe. Ich habe jetzt 2. Und was wir natürlich nicht vergessen dürfen, ist, meine Tasche zu befüllen. Weil ich habe ja gesagt, ich gehe auf einen Geburtstag. Und deshalb befüllen wir die jetzt mit allen Sachen, die ich euch empfehlen kann. Und das ist so der zweite Teil dieses Videos. Und zwar fange ich einfach ganz basic-mäßig an. Ich habe es euch vorhin erzählt, mein Setting Spray ist schon fast leer. Deswegen habe ich auch ein neues geholt. Das habe ich auch übrigens nochmal, ich glaube sogar in diesem January Haul vorgestellt. Und ich liebe übrigens meine Tasche. Ich habe die ganze Zeit falsch rum reingehalten. So ist natürlich richtig rum. Die sieht voll aus wie diese Balenciaga City Bag. Ich finde das richtig cool. Das nehmen wir natürlich mit. Fixing Spray. Was wir natürlich auch nicht vergessen dürfen, ist eine Bürste. Die kommt natürlich auch mit. Haargummis und so Dinger habe ich dabei. Das ist übrigens von Only und die sind beide von Knacki. Next up ist Blush bzw. Highlighter. Nehme ich einfach meine beiden von Charlotte Tilbury mit. Highlighter ist einmal die Farbe Spotlight. Den finde ich mega, mega schön. Ich glaube, so der Standard-Highlighter von Charlotte Tilbury kann ich mega empfehlen. Und der Blush ist in der Farbe Pink Gasm. Finde ich auch mega, mega, mega schön. Und ist nicht so unfassbar auffällig. Der hier, den habe ich in letzter Zeit, habe ich den einfach verbannt. Weil dieses Ding ist so mein Go-To-Make-Up-Täschchen. Das nehme ich überall mit hin. Das ist immer gepackt. Das heißt, wenn jetzt jemand zu mir sagen würde, Mats, du musst sofort los. Ich würde sagen, okay, lass mich das nur einpacken. Weil hier ist immer alles fertig gepackt drin. Und das kann ich euch so unfassbar empfehlen. Da müsst ihr das nur in eure Tasche machen. Da macht ihr in eure Lieblingsprodukte rein. And that's how we go. Mascara kann man nie genug von haben. Ich benutze immer die Maybelline Colossal Go Extreme. Also ist meine Lieblingsmascara. Ist auch nicht wasserfest. Ich weiß, ist nicht für jeden was, aber ich liebe es. Es ist genau mein Ding. Es ist genau mein Style. Ich brauche das einfach so. Next up ist von Kaya der Puder Bronzer. Was ich daran nicht verstehe, der hat so ein bisschen so eine creamartige Textur. Und deshalb funktioniert der einfach nicht mit dem Pinsel, sondern ihr müsst dafür immer einen Schwamm benutzen. Und das mache ich auch total gerne. Und dann nehme ich nochmal den Holiday Skin von Catrice mit, weil man kann ja nie genug Bronzer dabei haben. Meine ganze Tasche ist einfach nur voll mit Schminke. Und zu guter Letzt noch den Kylie Lip Gloss. Den liebe ich, liebe, 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 liebe ich. Kann ich euch auch nur empfehlen. Und dazu nehme ich noch von Glossier den CherryBomb.com mit. Und als wäre es noch nicht genug Make-up, habe ich noch den Lip Liner Lip Cheat Pillow Talk von Charlotte Tilbury. Kann ich euch auch sehr empfehlen. Das ist aber meine Tasche voll gepackt mit allen Sachen, die ich jetzt mitnehmen werde. Und ich hoffe, das reicht. Und ich hoffe, dass wir so einen krassen Abend haben werden. Deswegen wünsche ich mir viel Spaß. Ich schicke euch jetzt zum Outro. So, das war es auch schon mit dem heutigen Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, lasst gerne ein Like und abonnieren. Auch nicht vergessen, ob ihr mein Video von Alice geklickt habt. Wir sehen uns auf jeden Fall beim nächsten Video wieder. Bis dahin, ciao, Kakao.
Love you!